Der Schänder mit dem Ständer, ne? Der richtig gute. Der gute alte. Scheiße, wie geil! Kannst du das nicht? Nein! So hieß Alter, mein Account in das, Warcraft. Das haben wir vor 3-4 Tagen schon mal gesagt, der Schänder mit dem Ständer, ey. Scheiße, das geht! Hör mal, da wird Julian richtig sentimental. Oh, der ja, Ständerman. Ne? Aber weißt du noch Crossfire, ey? Ja, Ständerman und Fushimotsa, ey. Ah, Fotzenmucke, ey. Oh, Fotzenmucke. Alter, so schlimm. So schlecht einfach. Das Spiel ist eigentlich ganz Scheiße. Okay. Aber es sollten halt weniger Hacker da sein, ne? Also wir waren trotzdem immer Ace First. Ja, so in der Art schon irgendwie. Also musst du schon sagen, dass es alles Noobs sind. Vor allem wurden wir auch ab und zu mal gekickt, wegen anscheinend Hacken. Ja, aber jetzt haben sie sowieso was Neues gemacht, ne? Jetzt gibt's so eine AKB Crystal. Die ist so schön hellblau und blinkt und ist durchsichtig. Und was macht die Waffe natürlich? Ja, genau. One-Hitten. Da stehe ich meiner Waffe da so und dann kommt er, pam. sieht mich noch nicht mal ansatzweise, ich rotz auf ihn drauf, aber nein, da kann man, guckt er mich aber so, da ist einer, lass mal töten. So, die machen so immer ganz spontane Kills dann. Verdammt, ey, ich fail gerade richtig. Alter, ernsthaft mal. So eine Treppe bauen raubt einem den letzten Nerv. No, das sieht nicht geil aus. Nico, hast du meine Fackel noch? Nee, die habe ich Luca gegeben. Ich habe 30 Stück. Ja. Ich hatte zwei Stacks dabei. Ich hatte 30 Stück, jetzt habe ich immer noch 30. Du weißt, es ist noch lange nicht vorbei. Du weißt noch nicht, was kommen wird, sei bereit. Achso, das ist Dragon Ball. Ja, Mann. Einfach weil ja, ich hab das erkannt, weil, weißt du noch, die eine Folge mit Freezer. Von hinten geht's besser. Freezer ist schon lange tot, okay. Von hinten geht's besser, ich werde dir das für immer vorenthalten. Das wird vorenthalten, niemals. Wirst du es mir, alles klar. Du wirst es mir für immer vorenthalten. Ja, dass Freezer voll schwul ist. Ja, aber du kannst es mir, weißt du, was vorenthalten heißt? Verdammt, ich hab das falsche Wort benutzt. Ja, du weißt, was ich meine, wenn du verstanden hast, dass ich das falsche Wort genommen habe. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Nico will mir irgendwas vorenthalten, irgendwas mit Freezer. Ja, er hat Sex mit ihm. Lol, da hatte ich einen Lag. Und was passiert? Nix. Ich hatte einfach nur einen Lag. Spektakulär. Also, zu unserem Betten muss ein bisschen Adventure Map machen. Mittlerweile. Aber Freezer ist schon längst tot, er wurde von Future Trunks getötet. Und jetzt noch die Zukunft. Ja. Ich muss mal Dinge nochmal wieder weitergeben. Wie heißen die Piraten Heinis, One Piece? Pimmelpiraten. Piraten. Glaub mir, das stimmt schon. Ich hab gar nicht gecuttet, oh Mann. Ja. Oh, das wird lästig. Ich hab's dir von Anfang an gesagt, dass du da während dem Zocken nicht dran denkst. Ja, ich hab ja auch mein Handy nicht vor mir liegen. 1, 2, 3. Und dann brauchen wir Emeralde. Bring mit. Immer. Ich bin mir so sicher, dass ich den Ausgang nicht mehr finden werde. Also wie immer. Nach oben kommen. Das schafft er auch nicht. Warte, Alter, du bist im Scriptmine, die kannst du den Ausgang nicht mehr finden. Ja, ich habe eine Höhle gefunden. So. Ja, ist klar. Also für alle, die sich denken, was mache ich für einen Scheiß, es ist provisorisch. Es sieht genau so aus. Scheiße. Nee, provisorisch. Pokémon, es ist eigentlich nur zum Zweck da. Es ist echt nur zum Zweck da. Schön. Yay. Ich habe gerade mal für F3 gedrückt, geschaut, wie weit unten ich bin. Muss sagen. Scheiße, ich muss noch arsch viele Treppen bauen. Tja. Verschissen. Luca, ich wette mit dir, ich finde auf dem Weg nach unten Dias. Ich hoffe.
So, erstmal hier ganzes Nikos schönes Farmgebiet auseinanderfarmen. Ne, Nico? Schönes Farmgebiet. Ja, strip mine einfach. Ich strip mine jetzt um dein Haus rum. Ich glaub, da findest du nichts. Zum Glück gibt's in Minecraft keine Sperrkraft. Keine statische Berechnung. Oh, das wäre doch geil, Alter. Da wird dein Haus einfach nach unten krachen. Du könntest ja, du würdest einstürzen. Ja, das macht nichts. So viel habe ich nicht dabei. Fang bring Kohle mit, Luca, wir haben keine Kohle mehr. Jojo, ich bin Kohle. Du immer wieder Geld. Und Eisen bringe ich auch mit. Wenn das alles schaffen geht. Wie viel Eisen willst du? Genug. Ich wollte eben sagen, ich sollte nicht so leichtfertig runterspringen. Es war zu spät. Na, gestorben bist du ja nicht. Leider. Ich hab's gerade 5 Eisenspitzhacken verbaut. Okay. Komm nächstes Mal ran mit noch mehr Eisen. Naja. Du bist eine Nutte. Oder Diamanten. Das wäre auch geil. Du bist eine Hard Money Prostitute. Oh ja. So, irgendwas wollte ich machen. Sag von der Brücke springen? Hab ich schon gemacht. Minecraft Tippy ist nicht gestorben. Schade. Dann spring von einer höheren Brücke. Ohne Wasser unten drunter. Ah, Wasser ist schön weich. Ja, ne? Passe Gravel. Cool. Voll geil. Irgendwie fehlt mir meine Schaufel. Wow. Halt's Maul. Du hast meinen Tag mit Informationen versüßt. Oh ja. Yeah. Halt's Maul. Also wie ihr hört, Luca ist kein Mann der Freundlichkeit. Mann des Halt's Maul. Halt's Maul, ich bin nett. Mhm. Oh ja. Deswegen mag ich ihn. Mhm. Ja, ich habe Eisen gefunden. Yay. Nein, die sind ein scheiß Loch in die Wand reinhauen. Wann hören wir heute eigentlich auf? 30. 30? Wer da runterfällt, kann ich auch 2 Folgen Dragon Ball schauen. Ist sowas von tot. Sollen wir da vielleicht irgendwie Dingens hin machen? Zäune? Wäre eine Option? Erstmal rechtsklick aufs Bett machen, wo noch kein Menü aufgeht. Ah, ich vergesse noch das Wichtigste. Geronimo! Boah, das mache ich jetzt. Gold ist ja unwichtig, ne? Ja, braucht kein Schwein. Hat er eine Goldhacke gemacht? Hm? Ernsthaft eine Goldhacke gemacht? Ja, ich will dafür kein Eisen verwenden. Alter, ich bin einfach ein Boss. Ich dachte mir, ach komm, ich grab jetzt einfach mal eins unten drunter. Diamanten gefunden. Und zwar eine ganze Menge. Glückwunsch. Danke. Was mache ich denn da? Das musst du deinem Psychiater fragen. Luca, brauchst du irgendwann mal wieder Cobblestone? Wieso? Nee. Gut, wir haben ein bisschen. Ich bring noch welches mit. Danke, Mann! Also 4 blockhohe Gänge lohnen sich. Okay, dope. Die Hacke ist kaputt. Das war klar, ne? Aber wie lange die gehalten hat? Boah, ey, da. Kann ich mir einen Schnitzel von braten? War jetzt echt schön, liebes Minecraft, dass mir anzeigt, dass eine Höhle drunter ist. Natürlich ist da eine Höhle drunter, die grab ich gerade. Meinst du mit dem geilen Ton? Dieses ja. Das, was dich immer antönt nachts.
Deine Mutter macht. Ja. Oh. Wusste ich gar nicht. Deine Mutter macht. Ich wusste auch nicht, dass meine Mutter dich antört. Deine Mutter ist eine fiktive Person. Und sie heißt eigentlich Jürgen. Hans-Dieter Jürgen. Hans-Dieter Jürgen Friedrich. Gerhard. Regine Pfeiffer. Schwitz. Oh ja. Hallo Nico, ich sehe deinen Namen. Hallo Luca, ich sehe deinen Namen nicht. Guck mal nach unten. Oh, Alter. So war das nicht gemeint. Hallo. Hallo. Was Chip meint? Leg den Bogen weg. Ich hab ein Schwert in der Hand, du Affe. Leg den Bogen weg. Hallo Nico. Du hast nichts gesehen, oder? Nee, du hast es nur weggenommen. Das hole ich mir wieder zurück. Was habe ich weggenommen? Ja, darfst dreimal raten. Ich habe gar nichts weggenommen. Nico, Julian, hilf mir. Was ist los? Ich will mich hauen. Aber ich bin nicht mal. Ich bin nicht mal hinterherlaufen, Alter. Der ist ein Arsch, ey. Gib mich das Ball, Junge. Ey Luca, komm mal ran. Ja, bin gleich da. Langsam wird die Treppe was. Was? Ja, warte. Du brauchst Eisen, ne? Hier sind 50 Eisen. Cool. Pack mal oben in den Ofen rein. Ja, hab ich schon. Pack mal an. Mein Wild kann's ein bisschen mitbauen. Stunde noch. Ah, ich glaube, das konnte ich nicht fertig bekommen in der Zeit. Ja, ich auch nicht. Ihr wollt mir doch Knochenmehl geben, oder? Nö, haben wir selber nicht. Schade. Ja, ein Tipp, geh farmen. Zu Umständen. Nee. Sowas kenne ich gar nicht. Ich klau mir das immer von Luca, gell? Und er klaut sich's zurück. Auf jeden Fall. Ne? Ja. So machen die harten Jungs das. Die harten Bad Boys. Mit hart meine ich nicht das in der Hose. Ach so. Heute mal nicht, wollen wir uns pennen legen? Nö. Eigentlich nicht, verliere ich nur wertvolle Bauzeit. Hm? Da verliere ich nur wertvolle Bauzeit. Okay. Julian? Ja? Guck mal. Mal kurz mal. Ja, da kann ich schauen, ist da wieder eine. Nett? Ne? Oh, komm, das mache ich. Das also Eisen ist im Ofen, ne? Okay, cool. Wie findest du bis jetzt die Dinge, den Eingang von uns? Nett. Haut gut rein. Ballert gar nicht. Eine gewisse Epik. Habt ihr Saplings? Ach egal. Alter. Haben wir ein rotes Kreuz auf dem Dach? Ja, oft schon. Haben wir generell ein Dach? Das wiederum nicht. Oh, mini, mini, mai, Macaroni. Boah, Julian, du bist eigentlich immer die Hilfe, so wenn man sich besser fühlen will. Also. Weil man weiß jedes Mal, wenn man dich anguckt, dass man, egal wie wenig man hat einfach mehr. Außer Geld. Geld hat er mehr. Geld hat er. Scheiße. Luca, mach's doch nicht kaputt. Schön, dass du mehr Fett als ich hast. Hm? Schön, dass du mehr Fett als ich hast. Ja, ich bin richtig der Dicke. Aua. 150 Kilo. Ja, ne? Aua. Ja, ich hab letztens abgenommen. Das tut dem Luca weh. Ja. Ich würde sagen, ich bin der Dickste von euch, ne? Von uns beiden? Von uns drei. Ja, von euch, ne? Auch mit, obwohl ich einen BMI von 21,6 habe, aber okay. Hi, Fetti! Das ist ungefähr optimal, du Affe. Ja, ich sag trotzdem hi, Fetti, lass mich doch. Laut BMI ist das... bin ich untergewichtig. Laut BMI bin ich perfekt. Ja, laut Intelligenzquotient nicht. Doch, auch. Laut Intelligenzquotient bist du auch. Mein Intelligenzquotient sagt... Dumm. Die Leute sind ja voll dumm.
Der beleidigt mich immer. Ja, normal. Ich hasse ihn. Wer tut das nicht, Hagrid? Hagrid, deine Mutter. Hagrids Mom? Zum Glück habe ich nicht die Aufnahme gehört. Ich habe mal dreimal gefällt, auf den Block hochzuspringen. Scheiße, Alter. Nee, sowas Peinliches ist mir jetzt noch nicht passiert. Hoffe ich mal.